Hallo und herzlich willkommen hier in unserem Stadtstudio mitten auf der Maria-Hilfer-Straße. Und eines gleich vorweg, rot steht wirklich jeder Frau. Das sagt zumindest eine, die es wissen muss. Ja? Style-Expertin Martina Reuter, schön, dass du heute hier da Hallo. Bist. Hallo. Danke für die Einladung. Dann gleich einmal, warum rot? Warum steht das wirklich jeder Frau? Naja, es ist ja wirklich bewiesen auch, wenn man was Rotes hat oder rote Lippen oder rote Fingernägel, dass man 2-3 Sekunden länger hinschaut. Also vor allem die Männer. Ja? Und dann finde ich das eigentlich ganz cool, weil rot ist halt so eine sehr fröhliche Farbe und die kannst du überall dazu kombinieren und das ist einfach wahnsinnig weiblich. Und ich liebe das ja. Also ich stehe für die Weiblichkeit. Ich mag keine sehr zero Models, ich finde das schrecklich und ich mag auch keine, die sich so kasteien. Ich bin selber auch eine, ich sage immer, ich bin ein Vollweib und trage eigentlich auch gerne rot. Mich gibt es komischerweise auch gar nicht ohne rote Nägel. Also ich habe 2 Kinder und die, glaube ich, wissen gar nicht, dass ich hautfarbene Nägel habe. Also ich glaube, die glauben, dass ich so geboren bin. Ja? Und deswegen, ich stehe dafür, ich finde das super, wenn wir auch rote Lippen hat. Rote Lippen machen die Zähne weißer. Das sind schon so ein paar Tricks, auch wenn man das mal probiert oder ausprobiert, dass man da auch sicher einen Mehrwert hat, was das Styling betrifft. Weil du gerade rote Lippen ansprichst und weißere Zähne, aber da muss man darauf achten, dass der eher einen Blaustich hat, oder? Der Sehr gut, Lisa. Ich habe mich vorbereitet. Bravo, richtig. Ja, also ich sage mal so, es ist, du kannst auch so einen orangefarbenen Ton nehmen. Wichtig ist, dass der exakt gemalt ist. Und wichtig ist, dass man den Lippenstift nicht auf die Zähne kleben hat, weil das ist das Schlimmste, wenn das passiert. Und da gibt es leider immer noch den Trick, dass du einen Finger in den Mund steckst. Das ist die einzige Variante, wo du eben keine roten Dinger auf den Lippen hast. Und ich sage immer, wenn man danach einen Gloss drüber gibt, also wenn wir schon so persönlich sind, wenn du nachher einen Gloss drüber gibst, ist es auch immer schwierig, weil dann verrinnt das. Also im Moment ist ja auch im Herbst dieser Matt-Trend ganz cool, dass du die Lippen ganz matt anmalst. Das ist ein bisschen unangenehm für eine Person wie ich, die sehr viel spricht, weil das wird dann irgendwann... Ah, wirklich? Ja, wirklich. Dann wird das sehr trocken. Aber ich gebe so ein bisschen ein Lipgloss drüber und da muss man halt aufpassen. Aber das sind so kleine Tricks und wenn man die einmal gehört hat und dann auch macht, dann hast du immer einen perfekten Look, ja. Du bist ja auch seit einem Jahr ganz fixer Bestandteil von Guten Morgen Österreich. Und genau. Du siehst dann auch immer deine Modetrends. Und was dich ja auszeichnet, ist, dass du nicht jetzt irgendwie die abgehobene Haute Couture, sondern Mode für jeder Frau und jeder Mann. Und eben auch so Lifehacks. Du machst ja auch genau. So Beauty-Lifehacks. Genau. Also das, ja, also ich empfinde mich überhaupt nicht als Influencer. Ich glaube, ich bin zu alt dafür, für so einen Schatz. Also ich sage ich mal, ich respektiere das total und finde das auch cool, wenn man das macht. Aber... Ja, ich bin Frühaufsteherin geworden bei Guten Morgen Österreich, da geht es um 4.30 Uhr ja los, aber das ist, glaube ich, meine Tageszeit. Ich liebe das, in der Früh unterwegs zu sein und wir machen speziell, also die Themen bereite ich alleine auf und ich schaue ehrlich gesagt auch im Geschäft, was ist aktuell gerade Thema, was beschäftigt die Frauen vor allem. Meine Zielgruppe sind wirklich Frauen, die ganz normal sind, die eine normale Konfektionsgröße haben, 40 bis 48, die vielleicht nicht so viel Geld haben, die gerne auch normal einkaufen gehen. Mein Motto ist immer, wenn ich eine Louis Vuitton-Tasche geschenkt bekomme, verkaufe ich die am nächsten Tag bei Willhaben, weil ich kriege ja 5 oder 6 davon, von anderen Varianten. Genau, und das kommt wirklich gut an. Also witzigerweise kriege ich auch viele Zuschriften von Männern, die total interessiert sind, auch was die Haare betrifft, sollte man eine Brille tragen, wie kann ich mich im Büro auch ein bisschen cooler stylen und nicht immer den klassischen Anzug haben. Und das ist so, das hat sich mittlerweile so etabliert. Also ich finde das eigentlich ganz gut, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass bei jeder Sendung, ich bin immer Mittwoch da, die Zuschauer was mitnehmen. Also man merkt sich das. Und wenn ich zum Beispiel einkaufen gehe, war heute auch, ich war beim Bipa, und dann spricht mich eine ältere Dame an und sagt, Sie haben doch das letzte Mal dieses Make-up präsentiert, habe ich kurz überlegt, warte mal, was war das nochmal geschwind? Und dann habe ich das mit ihr gekauft und habe ihr das gleich mal gesagt, wie man das auch anwenden muss. Das finde ich echt ganz süß. Also die Leute merken sich das auch, ja. Und du bist ja auch eine, die sagt, du bist fürs Schummeln. Ja, achso, ja. Ja, wenn du wüsstest, was alles nicht esse ich an mir heute. Ja, logisch, es gibt das ja auch. Ja? Also ich meine jetzt nicht, dass du dich auf einen OP-Tisch legst, ja, sowas nicht. Ich liebe das, figurformende Unterwäsche anzuziehen. Wenn ich Kleider anhabe, habe ich immer einen Body an, wo ich total eingeengt bin, aber trotzdem noch atmen kann. Ja? Also es gibt ja wirklich gute Materialien, wo du auch den Busen ein bisschen höher schnallen kannst. Ich meine, ich habe 2 Kinder, wenn ich das Kleid ausziehe, schaue ich auch nicht aus wie ein Topmodel. Ja? Logischerweise, das ist mir auch wurscht. Du musst nur wissen, wie du dich auch stylst. Und ich achte darauf, man kann sich die Nägel machen lassen. Du kannst bei deinen Haaren ein bisschen schummeln. Du kannst dir Clip-Ins reinmachen, wenn du einfach sagst, du brauchst volleres Haar.
Und das kostet ja heutzutage nicht mehr viel. Also ich sage immer, bevor man jetzt leidet als Frau und sagt, schau dir die ganzen an in den Zeitungen, wo eh alles retuschiert ist, kann man ja selber auch so ein bisschen tricksen und bei den Männern genauso. Also ich habe jetzt einen, ich mache ja viel Personal Styling auch von Politikern, witzigerweise, die auch in der Öffentlichkeit stehen. Und die tragen, seitdem sie mit mir arbeiten, auch figurformende T-Shirts drunter, damit die Hemden besser sitzen. Ja? Wenn man gleich keine Namen. Ja, aber wenn wir gleich Politiker sagen, welcher Politiker ist für dich wirklich gut angezogen? Also ich bin ein großer Fan von der Johanna Mikl-Leitner, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe sie gestern oder vorgestern in einem Interview gesehen, die hat einen so coolen Leoparden, also so ein Outfit angehabt, finde ich, da ist um Corona gegangen und sie war aber trotzdem richtig cool gestylt. Ich habe sie auch vor 2 Jahren kennengelernt, wir haben auch zusammen gearbeitet und ihr Look hat sich auch verändert. Ich will schon fast sagen verbessert. Also ich finde es wirklich toll und du musst nicht die perfekten Maße haben und das perfekte Gesicht, um gut auszuschauen. Weißt du, ich schaue ja seit Jahren gleich aus. Also ich mache keinen Modetrend mit. Wenn jetzt morgen blond in ist, werde ich sicher nicht blonde Haare haben. Ich sage immer, wenn du deinen Look gefunden hast, ja, wie du dich wohlfühlst, was du gerne trägst, dann wirkst du auch viel besser. Also es ist fast, Mode ist so ein bisschen, geht auch, finde ich, so in die Psychologie rein, witzigerweise. Mhm. Weil wenn du sagst, ich möchte einfach gerne, ich trage nur Kleider, man sieht mich nie in Hosen. Du hast jetzt 200 oder so im Schrank, gell? Ja, das ist schrecklich. Es wird immer mehr. Ich muss mir doch wieder einen neuen Ikea-Kasten kaufen, glaube ich. Denn, ja, weißt du warum? Weil ich in Hosen schrecklich ausschaue. Ich habe einen riesen Hintern. Und das passt einfach nicht. Und dann habe ich mit mir gesprochen und gesagt, so, ab sofort Röcke und Kleider. Und das funktioniert egal, wo ich unterwegs bin. Beim Sport halt nicht, aber sonst schon. Und wenn man das herausgefunden hat, ich finde es bei dir auch cool, du hast eine markante Brille, immer große Ohrringe, das macht dich ja auch aus, ja, als Frau. Und wenn man das gerne trägt, dann wirkst du auch ganz anders und dann wirkst du auch wirklich selbstbewusst und dann kauft man dir deinen Style auch ab, ja. Damit wir jetzt die Männer nicht ganz vernachlässigen, was muss der coole Mann von heute unbedingt im Schrank haben? Ja, also ich finde eine gut sitzende Jeans, ich liebe das ja, wenn die gut sitzt und wenn die auch oben nicht so eng ist und so, das finde ich gehört schon dazu. Ein klassisches Hemd, was aber auch gut sitzt. Also es sollte jetzt nicht wie so ein Zelt ausschauen und auch nicht zu eng. Das finde ich schon gut. Also Jeans, weißes Hemd sollte man schon haben. Sportschuhe finde ich auch immer ein cooler Style. Man kann auch mal ein gutes Sakko sich jetzt kaufen. Jetzt kommt der Herbst. Ich meine, im Moment, es war ja dieses Jahr echt schwierig, weil die Ware ja viel später gekommen ist. Ja? Das heißt, es war jetzt ewig Sale. Und mir geht es genauso. Ich habe die Schnauzen voll, weil ich weiß schon gar nicht, was ich anziehen soll, weil ich immer die Sommersachen rauf und runter anziehe. Also wenn man als Mann jetzt einkaufen geht, ich würde nach Jeans schauen. Die dürfen eng sein, aber nicht hauteng. Aber die trägt man jetzt im Herbst auch. Ein gutes Hemd und ein cooles Sakko. Und was auch noch bleibt, sind die Bomberjacken, also die Blousonjacken, die unten so einen Gummibund haben, die finde ich auch cool. Und die gibt es dieses Jahr in bunten, man sagt ja veganes Leder, also Kunstleder. Und da können die Männer auch mal schauen. Wir bringen da ja jetzt ziemlich Farbe in die Bude. Sehr gut. Der Herbst wird aber eher ein bisschen gedämpfter. Jetzt noch ganz kurz, was tragen Frauen Herbst, Winter, was kommt da? Ich glaube Rost hast du genau mir erzählt. Ja, gell? Das ist ja so ein warmer Braunton, das ist so braun mit einem Schuss Orange drinnen. Das finde ich eine super Farbe, weil du wirkst total edel. Das kommt, dann kommt ganz viel Metallic, das liebe ich ja. Also ich ziehe auch, wenn ich meine Kinder in die Schule bringe, meine Glitzerjacke an, ist mir wurscht. Schauen zwar alle, aber so ist es, ja. Also metallische Jacken, können auch Lederjacken sein, in Blau, in Grün, in Rot, also alles außer Schwarz. Und was ich auch schön finde, ist, dass diese klassischen alten Muster, Karo oder Glencheck, dass die auch wieder kommen, aber richtig cool umgesetzt. Also als Strickkleid oder als Culotte, das sind ja die verkürzten Hosen, finde ich auch sehr cool. Also wenn man da auch noch was im Kasten hat, kann man das eigentlich noch tragen. Und was auch noch immer bleibt, sind eben die verkürzten Hosen und dazu coole Cowboy-Stiefel. Also wer Cowboy-Stiefel hat, muss die eigentlich noch rausholen. Ich muss mal bei meiner Mutter schauen, die hat nämlich noch alte, die sind richtig cool. Das kannst du jetzt auch für den Herbst schon kaufen oder du hast das eh schon zu Hause. Na dann sage ich vielen, vielen Dank. Ich glaube, wir starten dann perfekt gedressed in die neue Saison. Sehr gerne. Danke, dass du gekommen bist. Ja, danke schön. Und vielen Dank fürs Zusehen.